Kingdoms of Amalur muss halt noch weitergemacht werden. Da habe ich aber im Dezember ja gut vorgelegt. Ja, da könnte ich mir eigentlich... What? Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Bewege dich vorsichtig, um Gefahren zu entgehen. Alles klar. Oh, ein Bild cool. Häuslicher Harmonie und 2D-Jump'n'Run. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit. Aber ich kann liebende mich nicht... Familien gediehen. Okay. Glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Oh, aber cool. Ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Alles klar. Ja, geil! Ja, wir können jetzt genauso schweben und allem drum und dran, nur wir können nicht hauen. Das bedeutet, wir sind eher so ein typisches 2D-Jump'n'Run. Ja, wir können uns weder schützen noch sonst was. Wir können aber schweben und so ein Kram, eigentlich schon ganz geil. Oh, finde ich cool. Ich mag diesen Side-Scroller. Mag ich einfach. I just like it. Bei den Bäumen muss man ein bisschen aufpassen. Die fallen nämlich auch ganz gerne mal um. Dieses Schrumpfen hört sich an, als würde die pupsen. Wow! Die bewegen sich ja! Okay. Ah, der bewegt sich nach oben. Alles klar. Und ich darf nicht springen. Okay. Lerneffekt ist da. Wow. Kann ich auch ausweichen? Nein, kann ich nicht. I can't dodge. Why is that so? Okay. Pfirsich. Yum, 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 yum. Yummy. Ist auf jeden Fall wesentlich einfacher gemacht, das komplette Overlay, die komplette Handhabung, als mit YouTube. Meine erste Erfahrung, also bin mal gespannt. Auf jeden Fall ist Twitch diesbezüglich auch ein bisschen umgangsfreundlicher. Ich habe nämlich keine Lust, irgendwie jetzt schon... Nein? Okay, ich dachte, ich könnte dann nach rechts rein, aber dem ist nicht so. Ich will nach links. Toll. Ach, come on. Okay, das war nice try, but worthless. 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 Nein. Nope. I think that's the right way. Nope. Okay. I can't go back if I jump over there. Ah! Come on. Yeah. Yes. Beautiful. Wonderful. Ah, super. Okay. Wunderbar. Jo, wir hatten ja heute eine Premiere von Hellblade. Und da hatte ich halt Hino mal gefragt, was er sich wünscht. Und da war ja dann Alice gewünscht. Von daher, das Schöne ist, mit OBS kann ich sehen, wie lange ich schon streame.
Ah, hier kann ich also verlassen. Interessant. Interesting. So, Sekunde. Jetzt muss ich aber gleich mal kurz was essen. One minute, please. Hier noch irgendwas? Nee, okay, diese... Was habe ich jetzt begonnen? Mhm. Wunderbar. Nur Narren glauben, dass Leiden der Lohn fürs Anderssein ist. Mhm. Vor allem diese Leute, die sich immer ganz gerne in irgendwelche Opferrollen stecken, nur damit sie irgendwie... interessant sind. Und dann rumheulen, wenn es nicht so ist. Kann ich leiden, kann ich überhaupt nicht leiden. So Menschen, die dann nur so tun, als wenn sie irgendwer wären, nur damit sie Aufmerksamkeit bekommen, ist aber eigentlich nicht Sinn. Das wird ein schöner Parcours, wird ein Spaß. Ja, super. Kann ich eigentlich auch hier? Nee, ne? Schade. Leute, als ich heute einkaufen war, war das ganz lustig. Gibt ja bei uns beim Supermarkt um die Ecke, ne, mit gegebenem Namen, gibt es ja auch diese Selbstbedienungskassen. Und war eigentlich ganz cool. Eine pflichtbewusste, ehrbare Tochter aber würde ihrer Familie ein Denkmal in Marmor setzen. Ich kenne da einen begnadeten Bildhauer, mit dem sich etwas aushandeln ließe. Ja, ja, von wegen. Und der gibt dir da einen gewissen Provisionssatz. Ist mir schon klar, wie das funktioniert. Ich bin ja halt selbst dann zu einer menschlichen Kasse gegangen. Also nicht zu dieser, wo du deine Artikel selbst scannst und so ein Scheiß. Und hab dann einfach, da sitzen ja dann immer so diese Süßigkeiten dann so dran, weißt du, hinter mir so eine junge, frisch gebackene Mutter mit so einem kleinen Kind. Und Mutti, mag das haben, mag auf, mag Snicker. So, die Mutter so, ja, eine Sache kannst du dir aussuchen. Und ich hatte so richtig Heißhunger auf Süßkram und hab mir nur den kranksten Mist geholt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger kennt, hier von damals noch. Diese Lollis, ne? Nur dann halt hier so. Nur dann anfangs hier abzulutschen. Einfach mal eine Packung geholt mit 5 Stück. Dann so ein paar hier so Bonbons, so Halsbonbons. Und einfach hier so eine kleine Nuckelflasche mit Brause drin. Und natürlich so eine Packung hier, so eine kleine Packung mit Smarties. Und ich dachte mir so, ja, ich habe so richtig Bock drauf auf genau dieses Zeug, ja. Und war halt schon lustig, ne? So als Erwachsener den Kram mal zu holen, habe ich mir natürlich auch gleich mehrere Sachen geholt, ne? Und Alter, dieser Blick von der jungen Mutti und von dem kleinen Kind, damit haben die überhaupt nicht gerechnet, dass ich mir halt auch so einen hier diesen verrückten
Scheiß da hole. Vor allem diese, was ich mir auch ganz gerne hole, sind diese kleinen Packungen, wo halt Lolli drin sind. Mit unten Brausepulver drin, weißt du, da machst du so eine Packung auf, da ist Brausepulver drin und so ein Lolli, den lutschst du und dippst du da rein. Ist halt immer ganz lecker. Und die Leute, die rechnen damit halt gar nicht, weißt du, dass auch ein erwachsener Kerl sich den Scheiß holt. Das finde ich dann halt immer lustig, wenn ich dann halt mal wirklich was ausgebe. Oh, holen sie das für ihre Kinder? Manchmal wurde auch angesprochen, ob ich das für meine Kiddies hole. Da sagst du, ja, nö, ich rauche nicht, ich trinke relativ selten Alkohol oder so. Also ich bin jetzt durchaus kein Typ, der sagt, oh, Alkohol ist böse und allem drum und dran. Man muss es in Maßen genießen, dann ist das in Ordnung, ja. So, von daher, habe ich mir so gedacht, ja, da hole ich mir auch manchmal ganz gerne mal was Süßes. Ist das nicht ungesund? Ich so, ja, andere qualmen wie ein Schlot und ich hau mir dann halt manchmal einfach hier so was Süßes rein. Oder, da muss ja nicht immer Bier und Chips und so ein Kram sein, kann auch mal was, oder eine Tafel Schokolade, weißt du. Ich esse nicht so viel Schokolade, frag mich bitte nicht, wow! Frag mich bitte nicht warum. Aber so diese Süßigkeiten, die eigentlich nur... Aua! Boah, ist das mies! Okay. Es ist unglaublich, bis die Olle reagiert. Naja, auf jeden Fall, habe ich ja dann, hole ich mir mal ganz gerne so die Süßkram und immer wenn ich entweder mit Freunden unterwegs bin, so, hey Sascha, it's my real name, musst du schon wieder diesen Süßkram kaufen, der ist nicht gut, hol dir doch eine Dose Cola oder was weiß ich oder irgendwie sowas. Da denke ich mir so, ich mag das Zeug. Warum sollte ich nur, weil ich ab einem gewissen Punkt ein Erwachsener bin, mir das Zeug nicht holen? Mir gefällt's. Ne? Andere holen sich irgendwas anderes und ich hole mir halt das Zeug. Ich komme mir da immer so ein bisschen jung vor. Ja? Das ist auch schön, ich mag das halt ganz gern, auch so wie es verpackt ist. Also von daher, wenn man mit mir in der... wie heißt es, in der Süßkramabteilung einkaufen geht, kann man mich mal ganz schnell verlieren. Nein, 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 nein! Damn it! Bin ich jetzt hier rüber? Nee, ne? Ja. Was ich auch immer ganz gerne mache, ich finde es halt sehr schade, dass das nicht mehr, dass es das nicht mehr so richtig gibt. Sind diese Mischmaschtüten. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich zum Beispiel als kleiner Stoppelhopse habe das immer ganz gerne gemacht. Bin dann zur Tante Gertrud ins Lotto Totto gegangen. Das war dann die Lotto-Tante. Und da hast du dann immer für eine Mack oder für zwei hast du dir so eine Tüte geholt. Wenn du für zwei Mack dir so Süßkram, so eine gemischte Süßigkeiten-Tüte geholt hast, warst du der Held. Die meisten hatten eine Mack und das... ja genau, diese bunten Tüten, ja. Hast du dann gesagt, ja, hier, eine Mark. Mach mal voll. Bisschen Mark voll ist. Wunderbar. Und das hat dann meistens leider, die Preise waren dann auch so, dass es halt auch wirklich dann für dich und deine zwei, drei Kumpels gereicht hat. Ne? Es ist halt wirklich so. Wir sind dann immer so mit drei, vier Leuten hingegangen und haben dann irgendwie immer zusammengelegt. Kam dann meistens, keine Ahnung, jeder hat dann 50 Pfennig draufgelegt oder hat sich selbst für 50 Pfennig sowas geholt. Und dann hattest du dann auf dem Heimweg was zu schnuckeln. Das haben wir dann sowas, Schnuckeltüte gemeint. Also Schnuckeltüte war das dann bei uns in unserem Genre. In der Stadt nebendran hieß es dann wieder was anderes. Und ja, hattest du dann für den Heimweg, hattest du dann ordentlich Zeug. War schon ganz cool, muss man sagen. Und... ja, gut, wenn ich mal so bedenke, für 50 Cent kriegst du halt fast gar nichts diesbezüglich. Ist halt traurig, aber wahr. Als Kind hast du für einen 50er halt ordentlich was bekommen. Das hast du natürlich auch schnell gegessen vor dem Mittagessen hier. Mutti darf das ja nicht mitkriegen. Aber
Das mache ich heute noch. Also wenn... Ganz selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, Alter, was geht denn hier ab? Ach, das sind diese... Mache ich heute noch auf jeden Fall. Na, wenn da so ein... Kiosk meines Vertrauens. So ein guter Tee, den ich verschütte, was? Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, mache ich immer noch ganz gern. Habe ich letztens auch mal gemacht. Hat mir so ein bisschen für die Verkäuferin leid getan, weil da hatten wir, das ist auch schon ein Jahr her oder so, da hatten wir, hatten wir Hauskreis. Hauskreis sind ja so, sind ja Menschen, die sich unter der Woche neben dem Gottesdienst mal treffen, um einfach ein bisschen über ihren Glauben und ein bisschen über die Woche zu quatschen. Andere nennen das Clique und Freundeskreis. Bei uns war das halt Hauskreis mit einem festen Thema, wo jeder dann auch mal nicht nur Gastgeber, sondern auch Vortragshoster war und solche Sachen. Und auf jeden Fall... habe ich einfach mal, ja, da war ich halt für den Witzbus zuständig als Gastgeber und habe dann einfach mal zur Kiosk-Tante gesagt, gut, ich brauche hier Zeug, alles klar, und lange Rede kurzer Sinn, habe gesagt, ich hätte gerne eine große Tüte Süßkram Mischmasch. Für wie viel? Ei, machen wir für einen Fünfer voll. Oh, da war die so lange am Arbeiten. Das hat mir richtig leid getan, bis ich dann später gemerkt habe, okay, für 5 Euro, so ein Euro oder geht mittlerweile. 2 Euro ist auch noch okay, aber wirklich für einen Fünfer, da hat die Alte echt was zu tun. Und ja. Dreht sich das Ding auch wieder? Hier komme ich wahrscheinlich weiter. Ich will erstmal gucken, ob ich hier irgendwas finde. Ah, ein Rodularraum. Naja, auf jeden Fall war das halt schon ganz lustig. Aber dann habe ich auch eine ordentliche Tüte bekommen. Keine Zeit zu verlieren. Und haben dann gerade die Karten und die Route dann immer so ungläubig geguckt. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe jetzt halt gerade am Kiosk mir so eine süße Mischmasch-Tüte geholt. Für einen Fünfer. Können wir wecken. Es kam super an. Die haben das alle gefeiert ohne Ende. Aber ob es einer von denen, der einkaufen würde, hätte sich das Zeug geholt. Nee, ne? Dann habe ich mir gedacht, warum nicht? Nur weil man erwachsen ist, muss man nicht anfangen und so ein Zeug nicht machen. Ich habe es gefeiert. Die Lotto-Kassiererin vom Kiosk sozusagen, ja, war okay. Die fand es jetzt auch nicht so tragisch. Ich fand es cool. Man hat halt immer so ein paar Sachen, ein paar saure Zungen und so weiter und so fort. Es war einfach schön. Und es kam doch besser an. War erst so ein bisschen ungläubig. Wie, du machst das, Sascha? So, ja, mache ich. Ich mache das gerne. Gefällt mir auch. Ja. Nur jetzt ist das Kiosk leider nicht mehr in der Nähe. Und das ist immer schwierig. Im Supermarkt kriegst du sowas ja leider nicht. Da habe ich mir mal gedacht, bei einem Süßigkeiten-Fachhändler das zu holen. Die machen das ja auch.
gibt es ja dann noch Fachhändler, wo du das dann genauso holst. Da bezahlst du nicht nach Süßkram, sondern nach Zeug. Da sagst du, okay, hier 100 Gramm kosten so und so viel, machst eine Tüte voll, wie du gerade Bock hast und misst es ab. Das Problem liegt halt daran, dass es hier in der Nähe nur einen Fachhändler gibt. Obwohl, ich müsste mal bei Karstadt mal nachgucken. Die haben auch so eine Abteilung. Aber da ist es dann auch wiederum schweineteuer. Da hast du wirklich nur das hochqualitative Zeug. Ist zwar auch lecker, aber wenn du da so eine Tüte für 2 Euro holst, das ist ein Witz. Also da musst du dann schon mindestens 10 oder 15 Euro reinhauen, damit du was von hast. Ich weiß, was ich morgen Vormittag machen werde. Ich habe da jetzt gerade voll Lust drauf. Übrigens, für die Freunde von Stranded Deep, das wird wahrscheinlich meine nächste Woche so ein bisschen mitfüllen, wenn ich nicht am Aufnehmen bin. Es ist angekommen. Das hier ist DIN A2 Millimeter Papier. Habe ich ja gesagt, Stranded Deep. Da wollte ich eine Seekarte zeichnen. Und ja, das war auch ein Spaß. Das habe ich, glaube ich, aber auch letzte Woche im Stream schon mal erzählt. Da habe ich ja sämtliche Papierfachläden. Ich bestelle zwar ein paar Sachen übers Internet ganz gerne, aber man muss halt auch ehrlich sagen, würde ich lieber, bin doch schon eher der Freund, um es lokal zu kaufen, aber manche Sachen gibt es halt einfach nicht lokal. Von daher muss man halt sagen, doof gelaufen. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Papierbogen geholt. Bestellt, weil ich habe halt irgendwie wirklich in der gesamten Stadt hier, habe ich alle Fachläden für Bastler, Karstadt, Ikea angefragt. Ich habe Bürofachläden, im Architekturbüro habe ich nachgefragt, ob die da sowas haben. Und der Architekt fragt dann, ja, wie viele Blätter brauchst du? Ich so, ja, wenn ich ganz gut bin und es wirklich beim First Try schaffe, brauche ich ein Blatt theoretisch. Und dann hat er dann gelacht. Da habe ich dann so gedacht, ja, aber so ein Block von 30, 35 Blättern ist mal nicht verkehrt. Ich werde dafür schon Verwendung finden. Ob ich mir nun für 15 Euro das Ding im Dingsbums bestelle, im Internet, oder ob ich halt eher, oder ob ich für 20, 25 Euro das in einem Fachhändler hole, ist mir eigentlich relativ egal gewesen. Aber da einfach DIN A2, DIN A Dingsbums, DIN A4 easy, klar, kriegst du in jedem Schreibwarenladen Millimeterpapier. Ich hätte auch eine Schreibunterlage gefunden ohne Aufdruck im DIN A2 Format, aber ich brauche das unbedingt mit Millimeterdruck. Und da habe ich halt, ja, wie soll ich das sagen? Da habe ich es halt, ja, DIN A3 Format hätte ich auch noch kriegen können, aber nicht DIN A2. Ich will eine Seekarte zeichnen von der Insel. Ernsthaft? Och nee, das ist doch mies. Ich wette mit dir. Ja. Gegen mein Pferd kannst du nichts machen, du Lümmel. Naja, auf jeden Fall habe ich es mir halt doch im Internet bestellt. Es war natürlich sehr schade, dass das nur übers Netz ging. Aber naja, gut, habe ich mir halt bestellt. War dann doch in Ordnung. Und ja, bin halt mal gespannt. Da werde ich mir demnächst einfach mal die Zeit nehmen. Mit mein großes Geodreieck, mein Zirkel auspacken, mein Stranded Deep anmachen mit Kompass und werde dementsprechend mal eine Real-Life-Karte davon zeichnen. Muss halt nur gucken, ob ich es auch schaffe, dass dementsprechend auch, ja, vielleicht zu digitalisieren.
Da muss ich dann wirklich im Architektenbüro nochmal nachfragen oder ich nutze meine Connection zum Stadtbüro. Da kenne ich ja durch die Gemeinde den Landschaftsarchitekten der Stadt. Und der kann mir vielleicht helfen, da so ein DIN A2 Bogen, wenn der fertig ist, einzuscannen. Dass ich den zumindest auch als PDF-Datei habe. Und wenn der fertig ist, wird das Ding wahrscheinlich sogar noch, wenn machbar, einlaminiert, dass ich es mir irgendwo hinhängen kann. Und dann können wir bei Stranded Deep die Inseln abklappern, ohne dass ich mich wie beim letzten Mal einfach verfranze. Ist aber... reinkommen. Warum? Naja, mal gucken. Ist natürlich ein schönes Stück Zeit. Alter, du Ratte! Ja, das sehe ich auch. Na, komm her. Alter. Jo, ich möchte fortfahren. Alter Schwede, das war richtig mies. Hier. Och nö. So, dahin muss ich. Ja, ich weiß das schon. So, hier hoch. So, weg mit der Sau. Da hinten kommt gleich noch einer hoch. So, hab noch ein bisschen Leben abgekriegt. Will ich da lang oder will ich... Nee, da lang muss ich nicht... Yo. Oh, ist das mies. Ist das mies. So, erstmal Ruhe haben hier. So, jetzt kann er kommen, dieser Mümmelmann. Na komm her, du Rattengesicht. Ah ne, das ist ja ein Wespengesicht. Super. Ja, mit ein bisschen Plan und ein bisschen Ruhe sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Gut. What the? Hä? Ach so, ja. Ich voll Idiot. alles klar. Gute Nacht.
Chichi. Beziehungsweise Misukina. Ich will jetzt erstmal in diese Belohnung ran. Ich guck gleich mal, wie lange wir schon streamen. Ich will nicht so lang machen, weil die Hino sich wahrscheinlich auch schon verabschiedet hat. Hat ja geschrieben, dass es ihr nicht ganz so gut ging und sie weiß nicht, wie lange sie zuguckt. Und solche Sachen. Von daher, ich will ja nicht zu lange streamen. Zumal ich auch recht müde bin. Ich war heute... Steckenpferd, Pfeffermühle. Ja, nehme ich die da. Ja? Jawohl! Geil! Das ist doch mal was Ordentliches. Jo. Dementsprechend kann ich auch halt Sachen machen. Zumal ich ja doch ganz ehrlich dann auch den Stream dann auch noch zurechtschneiden muss. Die Frage, ob ich das heute noch mache, wahrscheinlich nicht. Gut, okay. Wer ist denn eigentlich noch dran? Wenn ihr wollt, kann ich euch nochmal den einen oder anderen Endstream zeigen. Ich find's cool. Also schon lustig, so als hätte sie selbst ordentlich einen weggebechert. Ach, Alice. An der Kette ziehen. Führt mich aber nicht zum Secret, oder? Doch, Tatsache. Ich hab so das Gefühl, ich müsste eigentlich nochmal zurück. Kann nicht mehr zurück. Nein! Nein! Mist. Na gut, dann ist es halt blöd gelaufen. Kann man nichts machen. Ich kann natürlich mit den Bomben, wenn die Wespen wieder ankommen und es mir zu viel wird, könnte ich natürlich versuchen, die Bomben zu benutzen, um eine Ablenkung zu erzeugen. Der Brandherd war relativ leicht zu bestimmen. Erst geriet die Bibliothek in Brand, verheerend wurde es, als die Gasleitung explodierte. Ich vergesse nämlich immer diese ganzen Möglichkeiten des Spiels, weil diese Bomben, die können ja auch, kann ich ja auch immer kämpfen, wie ich will, und die Gegner greifen diese Dinger ja ganz gerne an. Das vergesse ich immer bei schwierigen Kämpfen. Da muss man alle Möglichkeiten des Spiels halt offen halten. Gut, dann würde ich sagen, macht's gut, Leute, beziehungsweise ich werde jetzt erstmal Alice beenden. Vielleicht könnt ihr euch ja dann entscheiden, was vom Endscreen euch besser gefällt. Boah, es ist warm. Seiner hat mir das Leben gerettet. Ich überlebte, weil sie mir den Fluchtweg wies. Ich habe die Lampe nicht in der Bibliothek gelassen und Deiner hat sie nicht umgestoßen. Die Lampe und Deiner waren oben, als ich ins Bett ging. Deiner war bei mir im Zimmer, als das Feuer ausbrach. Oh, wir haben 9:30, ist ja fast gar nichts. Aber auf der anderen Seite, ich bin auch schon seit 2,5 Stunden am Stream. Schön. Gut. Hauptmenü. Ich hoffe, es ist gespeichert. Ja. Gut. Yep.
Liste, da können wir uns mal angucken. Kann ich die...